Es schneit, es regnet, es taut, es schneit, es taut. Es schneit nicht und taut trotzdem. So, ich bin an meinem Plätzchen angekommen. Ich werde es jetzt ganz gemütlich angehen lassen. Ganz chillig. Ich habe noch über eine Stunde Zeit, bis die Sonne untergeht. Ich setze mich jetzt erstmal hin, ruhe mich ein bisschen aus. Ich muss den Akku hier von der Kamera ein bisschen in der Hosentasche aufwärmen. Der geht mir gleich aus. Der Ersatzakku, den möchte ich noch nicht anfangen. Ja, habe ja einiges zu tun hier. Genau, das Holz liegt noch rum, aber es ist halt mega nass. Da werde ich keinen Erfolg haben als Feuerholz. Da muss ich auch noch mal schauen dann später. Okay, dann bis gleich. So, Tarp steht, altbewährtes ist bekanntlich gut. Das ist wie so ein Schirm. Ich nehme das Setup sehr gerne hier. Sehr zuverlässig. Man kann auch drunter schön sitzen, hat Platz. Ist wunderbar. So, eigentlich muss man ja den Observer gar nicht oder den Biwaksack gar nicht fixieren mit einem Hering oder so, aber ich mache es ganz gerne. Dann bleibt er an Ort und Stelle. Muss aber eigentlich nicht sein, wie gesagt. Schaut es da aus? Oh, bestens. Schon fertig. Na gut, dass ich das Tarp aufgespannt habe. Dann ist der erschlagen.
Prost. Vorhin, wie ich aus dem Haus raus bin, war die Post schon da. Ich habe so ein kleines Pouch wieder bestellt von der Firma Solognac. Français Solognac. Naja, ist von Decathlon und kostet so 11 Euro. Ich bin sehr zufrieden mit dem Pouch von dem. Und diesmal soll es meinen Fresssack ablösen. Da ich auch nicht immer die Bundeswehr-Brottasche dabei habe. Ja, so, denn für den Rucksack selber ist die zu schwer. Hier ist so ein Mesh dran. Da kann man das einfach reintun und dann ist das wieder sortiert. Und wenn ich dann den Rucksack wechsle oder so, dann nehme ich das raus und tue es beim anderen rein. Dann ist immer dasselbe drin. Immer aufgefüllt. Tee, Zucker, Gemüsesuppe, Smarties, Cashewkernen. So ein kleiner Fresssack einfach. Und vielleicht eine Chinasuppe und so. Genau, dafür ist das da und dann bastel ich nachher ein bisschen rum, wenn es dann dunkel wird. Dass es nicht langweilig ist, dass ich was zu tun habe, werde ich das einsortieren, das hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Jetzt gehe ich hier anschließend wahrscheinlich erstmal ein bisschen rumschauen wegen Holz oder so. Das sind alles kleine Ästchen vom Baum, die im Freien hingen. Ein paar sind leicht voller Eis, aber die meisten waren doch trocken. Schauen wir mal, wenn ich die ziemlich klein mache, wird es schon funktionieren, ein bisschen Feuer zu haben. Sieht doch reichlich aus, oder? Das Holz kann ich komplett vergessen. Das ist vom letzten Mal noch, aber ist komplett eingeeist. Und Michi, was meinst du? Passt es mit dem Holz? Angefangen richtig zu schneien noch. Ja, in das Pouch geht alles rein, wunderbar. So, ich habe was ganz Besonderes heute dabei, ein Bier in der Dose, denn ich möchte auf den lieben Atze, Sascha und René trinken, weil ihr letztens so schöne Grüße dagelassen habt, wo ich nicht mit nach Tirol konnte. Genau, deswegen trinke ich auf euch und alle anderen Buschkrafter und meinen Abonnenten Prost. Es geht doch nichts über ein kaltes Bier draußen in der kalten Jahreszeit. Top Sache.
schneit wie Sau. Jetzt werde ich erstmal was essen. Mein lieber Scholli. So, jetzt wird es richtig nass, aber ich glücklicherweise kann ich unter dem Tarp sitzen noch. Passt, ich habe den Biwaksack noch ein Stück nach hinten gerutscht. Ich habe ja genug Platz, da fehlt sich eigentlich ja nichts. Man hört also nur den Schnee prasseln gerade. Ist einfach herrlich. Und seit schneit ist es auch wesentlich leiser hier im Wald. Man hört eigentlich gar nichts mehr außer das Rieseln. So macht die Sache schon ein bisschen mehr Spaß. Jetzt im Feuerchen. Jetzt wird gleich so warm. Puh. Nicht gedacht. Aber der Schnee, der drauf rieselt. Naja, schauen wir mal, wie lang es brennt heute. Halb neun, das Feuer brennt immer noch, wunderbar. Aber ich lasse es dann langsam ausgehen. Ich habe den Rest, was ich noch an Holz hatte, habe ich in die Bäume gesteckt, dass es trocken bleibt, also oben. Und ich habe noch ein bisschen was nebendran liegen. Das werde ich auch noch verbrennen und dann ist gut. Da muss ich hier zusammenräumen, dass es ordentlich ist und alles ein bisschen sortieren. Ich glaube, das wird locker 10 oder so, bis ich dann im Schlafsack bin. Schauen wir mal, bin gespannt. Ich habe es geschafft, ich bin im Biwaksack und im Schlafsack richtig schön endlich liegen. Es tut richtig gut und die Füße kribbeln, weil sie warm werden. Ich habe diese Jacke unten im Schlafsack reingestopft für die Füße. Super warm, kann mich nicht beklagen und hoffe, dass die Nacht ruhig verläuft und morgen früh auch alles gut ist. Dann bis später. In YouTube geht es irgendwie alles ein bisschen schneller oder im Video. Bis gleich, ciao. Guten Morgen, Freunde. Ist richtig gut, was kalt. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann baue ich ab.
sehr, sehr kalt. Respekt, aber also so friert es mich jetzt nicht. Auch durch die Arbeit hier mit dem Zusammenräumen friert es mich nicht. Nur in die Füße, weil die Schuhe waren natürlich wieder eiskalt, das ist logisch. Ich bin schon weg. Ich habe schon alles zusammengepackt. Es hat eine Stunde gut gedauert. Ich habe mir Zeit gelassen, bin noch kurz ein bisschen ausgeruht. Kaffee habe ich ausgelassen, ich habe auch noch nichts gegessen. Ich hatte keine Lust irgendwie. Und ja, jetzt gehe ich zurück, ganz gemütlich. Man sieht den Schnee, der nachgeschneit hat, ein bisschen. Also, das war es eigentlich. Schöne Sache, hat alles gepasst. Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein bisschen draußen zu übernachten mit mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier draußen in der Natur. Vielleicht mal ohne Schnee. Wer weiß. Bis dann. Servus. Ciao.